Verehrte Finanzmarktwelt-Community, heute wird es besonders spannend im Gold, allerdings nur für all jene, die eher spekulativ unterwegs sind. Für alle, die das Gold unter dem Kopfkissen haben, da spielt das eher wenig eine Rolle, aber trotzdem sehr spannend, es gibt ein bisschen was zu lernen. Wir gucken uns natürlich auch DAX und Co. an. Da hat sich ja nach meinem Urlaub, beziehungsweise ich habe die letzten 3 Wochen Urlaub gemacht, und da hat sich doch einiges bewegt. Am Ende stehen wir aber ungefähr wieder da, wie wir zuletzt in meinem Video besprochen haben. Und wie es genau aussieht, wie es weitergeht, das gucken wir uns in den Charts an. Aber jetzt brauche ich noch ganz kurz eure Unterstützung. Ende des Monats findet der Finanzkongress statt. Dort bin ich Speaker, spreche über das Thema Swing Trading. Wer da Interesse hat, würde ich mich freuen, wenn ihr euch dazu anmeldet. Kostenlose Tickets. Ich schreibe unten einen Kommentar, könnt ihr euch da anschauen oder ansonsten auf meinem YouTube-Kanal unter dem aktuellen Video, wo ich ein bisschen was über Gewinne, Verluste im letzten Monat gesprochen habe. Ich war nicht ganz untätig in meinem Urlaub mit Trading. Meldet euch an, guckt euch das gerne an. Ich bin für diesen Black Bull Award nominiert. Allerdings habe ich mit großer Konkurrenz zu kämpfen und deswegen brauche ich eure Hilfe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Auch in den Kommentaren, kurzer Link, gerne klicken, für mich abstimmen. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt gucken wir uns die Märkte an. So, wir starten wie immer mit dem Blick auf den DAX. Und zuletzt hat man gesagt, hier unten, das ist Kaufniveau, ne? Unterstützungsniveau, Kaufniveau. Und das Kursziel lag im Bereich 13.600 bis 13.800 Punkte. So, jetzt haben wir das erreicht und wir haben es sogar leicht überschritten. Hier war so ein offenes Gap, das wurde geschlossen. Und von dort setzt jetzt wieder die Abwärtsbewegung ein. Wir hatten schon gesagt, möglicher Short-Einstieg wäre hier oben. Ja, hier sind wir in der Mitte der Range, da kann tendenziell eher alles passieren. Wir haben uns wieder für die Abwärtsbewegung entschieden und momentan greifen die Käufer schon wieder zu. Und das sieht auch ganz danach aus, dass es erst einmal wieder in Richtung 13.6, 13.8, 14.000 gehen könnte. Also, ich sag mal, eher volatile Seitwärtsbewegung. Jetzt Achtung, was darf nicht passieren im DAX? Wir dürfen uns jetzt nicht hier die nächsten Monate bis, ich sag mal, irgendwie in den November vielleicht hinein so seitwärts auf niedrigem Niveau entwickeln, denn das wäre ein ganz schlechtes Zeichen. Dann müssen wir uns nämlich darauf einstellen, dass nochmal ein ordentlicher Rutsch nach unten kommt. Schauen wir mal die Nebenwerte an. Gucken wir uns mal den SDAX an. Der hat deutlich mehr federn lassen müssen, ist aber im Bereich einer markanten Unterstützung. 11,3, 11,330. Warum gucken wir uns den SDAX an? Im DAX sind ja tendenziell eher Unternehmen, die global aufgestellt sind. Im SDAX eher na, der gute Mittelstand. Und wer hat denn momentan tatsächlich Probleme mit hohen Gaspreisen und so weiter? Jetzt mal Uniper ausgenommen, die ja sowieso nicht ganz deutsch sind. Oder BASF, die da Schwierigkeiten haben könnten. Aber so insgesamt an Inflation, ich sag mal, es drückt an allen Ecken und Enden. Wer ist am Leiden? Mittelstand. Und deswegen SDAX. Achtung, zuletzt halt auch tatsächlich nochmal ordentlich nach unten Gas gegeben. 11.600 ist eine Unterstützung. Hier könnte man darauf spekulieren, dass wir wieder in Richtung 13.200, vielleicht ja sogar noch höher laufen. Was hier nicht passieren darf, neue Tiefs. Da müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen. Jetzt kommen wir zum S&P 500. Und da hatte ich den Bereich 4.150, 4.200 als Widerstand gesehen. Aber ich gesagt, so, bis dahin ist möglich. Maximal hier oben. Da hat man nämlich mal mehrere Tage, wo wirklich auf einem Niveau Verkäufe lagen. 4.300. Das wurde angelaufen, also etwas überschossen. Und auch hier der Rücksetzer. So, und jetzt haben wir in den letzten Tagen hier so ein Stück weit eine Bodenbildung gesehen. Wir haben so Schatten unten gesehen. Wir haben gesehen, dass die Käufer doch noch zugreifen. Hier dann nochmal ein starker Tag. Das war dann quasi der Startschuss für die Aufwärtsbewegung. Und in den USA, die haben ja jetzt nicht wirklich so die großen Probleme mit der Energie, wie wir das haben, Russland abhängig. Und deswegen erwarte ich hier ein bisschen mehr Performance. Erwarte ich, dass wir nochmal in Richtung 4.300 Punkte laufen. Dort ist aber tendenziell auch schon wieder Ende. Also in diesem Preisbereich 4.3 wieder Umkehrsignale. Da können wir uns dann schon wieder eher auf der Short-Seite platzieren. Und darum geht es ja im Trading. Wir müssen ja nicht irgendwie was Bestimmtes handeln, sondern ich handle immer Muster. Ich halte mal eine Position, ein paar Tage, ein paar Wochen und versuche mir da einfach so eine Scheibe aus dem Markt rauszuschneiden. Hoch, runter,
ist egal. Das ist das Schöne an der Börse. Wir können sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse spekulieren. Und wenn sich mal irgendwo ja keine wirkliche Chance gibt, dann lassen wir die Finger davon und da gucken wir uns gleich auch den Markt an. Da schauen wir nämlich den Ölpreis an. Im Ölpreis sah das Bild ungefähr so aus. Wir hatten hier das Unterstützungsniveau. War erst meine Meinung, long. So, gekauft, aber die Käufer konnten sich nicht durchsetzen. Oh, plus, minus, null, wieder raus. Dann kam der Ausbruch nach unten. Mögliches Short-Niveau. Aber so richtig wollten auch die Verkäufer nicht Gas geben nach unten. Das ist dann erst später gekommen. Timing war nicht ganz perfekt. Insgesamt haben wir jetzt aber dieses Niveau überschritten, unterschritten und das macht mich schon stutzig. Der Druck ist weiterhin eher auf der Verkaufsseite, aber eben auch nicht so richtig dynamisch, wie ich mir das erwartet habe. Und wenn nicht kommt, was ich erwartet habe, dann steige ich aus, stelle mich an die Seitenlinie und warte wieder, bis das Bild klarer wird, bis wir tatsächlich gute Chancen erkennen können. Und eine gute Chance gibt es im Goldpreis. Allerdings eher auf der Short-Seite. Denn Vorsicht, ich war immer bullish für das Gold. Und ich bin auch langfristig bullish fürs Gold. Keine Sorge. Ne? Also alle jene, die unterm Kopfkissen ein paar Münzen, ein paar Barren deponiert haben, um Gottes Willen, macht jetzt mal kurze Ohren zu. Vielleicht, ich glaube, so richtig auf Euro-Basis, das ist ja das Schöne in diesem Fall, auf Euro-Basis haben wir eine Stabilisierung im Wert. Aber aus Spekulationssicht, jetzt hier, wir gucken uns den Gold-Future an, da erwarte ich mal noch einen Rutsch nach unten. Und zwar das Unterstützungsniveau 1670, 1700, wenn Sie meine Videos gucken, das begleitet uns schon gefühlt Jahre, schon eine Ewigkeit. Und da habe ich immer gesagt, das ist Kaufniveau. Zuletzt Kaufniveau, erstes Ziel 1800, zweites Ziel 1900. Erstes Ziel erreicht, zweites leider nicht. Teilposition noch offen. So, und auch hier, nächste Test, habe ich auch nochmal gesagt. Das ist auch wieder Kaufniveau. Was aber darf nicht passieren? Wie eben schon im DAX gesagt, so eine Seitwärtsbewegung. Dass die Käufer tatsächlich keine Signale von sich geben. Und genau das sehe ich hier momentan im Gold. Wir haben das Unterstützungsniveau erreicht und es geht hoch, runter, hoch, runter. Ein Tag hoch, ein Tag runter, ein Tag hoch, ein Tag runter. Tendenz, aber eher mit so Schatten oben. Und das spricht dafür, dass die Verkäufer noch nicht fertig sind. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir uns auch hier noch ein bisschen auf diesem Niveau aufhalten, wenn die Verkäufer weiter Druck ausüben, dann werden die Käufer vielleicht irgendwann kapitulieren. Und wenn wir dann, ich sag mal, unter die 1660 Dollar Marke fallen, dann kann es nochmal holprig nach unten laufen. Und für dieses holprig nach unten gucken wir uns jetzt mal einen längerfristigen Chart an. Da sehen wir hier die Seitwärtsbewegung und wie die 1670, 1700er Marke angelaufen wurde. Das ist im Grunde eine Seitwärtsbewegung. Und wenn hier diese Struktur, wenn die bricht, also wenn wir unter die Unterstützung fallen, dann kann man sich das vorstellen, Eisfläche, Baum, die bricht, tanzen zu viele drauf rum, die Verkäufer picken irgendwie da drauf rum und dann bricht das Eis und dann geht es tendenziell schnell abwärts. Und es können Sie sich merken, ungefähr die Größe dieser Seitwärtsbewegung gibt es häufig dann nach unten oder auch beim Ausbruch nach oben. Hier hat es nicht ganz gereicht. Das heißt, ein Ziel wäre dann so im Bereich 1440, 1480 US-Dollar. Und das könnte man natürlich irgendwie mit einer Short-Position auch ausnutzen, um sich auf Dollar-Basis ein bisschen Geld zu generieren, was man dann vielleicht auf Euro-Basis wieder in frische Unzen investieren kann. Also da im Goldpreis müssen wir vorsichtig sein oder einfach drauf schauen. Wenn das Niveau bricht, kann schnell gehen. Gucken wir uns den Euro an. Tja, und so richtig schick ist er immer noch nicht. Der Trend ist weiter abwärts gerichtet. Ich hatte hier zuletzt mal gedacht, dass hier Kaufdruck kommt, wenn diese kleine Seitwärtsbewegung nach oben verlassen wird. Hat aber nicht geschehen, denn der Widerstand war einfach, ist ein alter Widerstand, der hat mehr Wirkung gezeigt und der Euro direkt weiter schwach. Und auch die letzten Tage, wir sehen so ein bisschen leicht tiefere Tiefs, spricht dafür, dass wir nochmal in Richtung 1,04 laufen. Tendenz aber, also die nächste markante Unterstützung haben wir erst im Bereich 0,96, 0,97.
So, das war es für diese Woche von meiner Seite. Mein Name ist Mario Steinrücken und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann können Sie es natürlich gerne liken. Wenn Sie Interesse haben, noch so ein bisschen zu sehen, was ich im letzten Monat gemacht habe. Ich hatte nämlich auch einen Trade dabei, der ein bisschen gekostet hat. Dann schauen Sie gerne. Ich versuche ihn hiermit zu verlinken im Kommentar unten. Einfach sonst bei Mario Steinrücken auf meinem Kanal nachschauen. Das letzte Video, was ich jetzt am Wochenende gepostet habe. Und wenn Sie Interesse haben, über Swing Trading zu lernen, dann melden Sie sich doch für meinen Vortrag beim Finanzkongress an und stimmen Sie gerne für mich für diesen Black Bull Award ab.